Ich finde das schade, dass seine Handschuhe nicht da reingefallen sind. Die hätte ich dann in die abgeschmiert. Ja, ist klar. Schwartlappen. So, wollen wir loslegen? Nö. Na gut. Ich mir anders überlegen. Gut, dann ich möchte nicht in dem Video vorkommen. Ich habe nichts mit deinem Video zu tun. Servus. Hallo. Wie geht's? Herzlich willkommen. Gut. Und dir? Spasti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sind heute in Köln-Flittert. Das ist korrekt, aber in Neuflittert, weil einer meiner Videos war ein Kommentar, ich sollte doch mal Neuflittert machen. Also sind wir jetzt nach Neuflittert und der Dude ist auch dabei. Hallo. Den kennt ja jeder. Ihr müsst mich alle abonnieren auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, auf und natürlich bei und natürlich habe ich noch eine Seite bei Tropfen die ganze Zeit. Ich weiß. Und wir sind jetzt hier am berühmten Glasius. Da stehen aber keine Tore mehr. Leider. Da haben wir früher immer Fußball gespielt. So. Aber er zeigt euch das jetzt noch mal etwas näher, weil, zeig mal nach da unten. Er hat nämlich so schöne weiße Schuhe an. Und damit geht ihr jetzt mal bitte auf diesen Platz, euch das mal näher zeigen. Okay. So, er sagte, wir sollen den Weg nehmen. Also nehmen wir den Weg. Der Weg läuft hier lang. Das Braune da. Hier, das Braune, da müssen wir langlaufen. Deswegen gehen wir jetzt hier so lang und dann nehmen wir hier den matschigen Weg mit meinen weißen Schuhen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich andere Schuhe angezogen. Ja, yeah, das ist echt ekelhaft. Den Schuh, den Matsch, das hätte ich aber nicht gemacht, du. Ist so. Jetzt müsste ich ausrutschen. Ja, du musst ausrutschen. Ja, nein, mache ich nicht. So, also, hier sind wir am berühmten Glasius. Ja, wo wir früher Fußball, oder wo man früher Fußball spielen konnte. Wir sind viel hier Fußball spielen gegangen, weil hier Rasen war. Und unten am Damm war halt kein Rasen, da war halt nur Sand. Ja, dann standen da die Tore. Da vorne und da hinten auch. Und naja, ich glaube, ich habe sogar noch ein Video von dem letzten Flittert-Video. Ich blende das mal jetzt hier ein. Dann könnt ihr mal sehen, wie das vorher aussah, aber da standen die Tore noch. Deswegen. Das wäre ein Spacko, ey. Ey! Du musst auch zurückschießen. Nein. Schieß doch mal zurück. Warte. Du musst schon richtig schießen, Kolbe. Dann musst du diesen machen. Das Sackgesicht. So, ich gehe jetzt mal wieder runter, ist mir zu matschig. Ich bin ein Känguru. Dieser Park hat keinen Namen. So. Hast du die Kamera aus meinem Ohr rausgezaubert, ja? Ja. Aber oh, it's heißt, a magic. It's magic. Wir sind jetzt hier an dem Park an der Leopold-Gmelin-Straße. Ja, der Park hat leider keinen Namen. Also zumindest haben wir im Internet dazu nichts gefunden. Leider gibt es auch sehr, sehr wenig Infos zu Neuflittert hier im Internet, weil es ja halt zu Flittert gehört. Und zu Flittert haben wir ja schon so einiges gesagt. Deswegen werden wir jetzt hier einfach nur so ein paar die Hotspots von Flittert, von Neuflittert quasi. Ich habe hier auch Hotspot. Und er hat kein Datenvolumen mehr. Das ist richtig. Dann werden wir jetzt mal weiterfahren irgendwie, wo auch immer. Werden wir dann den nächsten Hotspot suchen und vielleicht finden wir da was Geschichtliches raus und können euch was dazu erzählen, ne? Oder? Was meinst du? For sure. For sure. Okay. So, was soll das? Nix.
Behind the scene. Ja, behind the scene, da war es. So, wir sind jetzt hier am St. Pius. Genau. So, hier, ne? St. Pius. So. Am St. Pius da oben. Ich weiß nicht, ob das so. Das kann man nicht so sehen. Naja, schade. Wenn ich vielleicht hier ein bisschen näher bin. Guck mal hier, da, St. Pius. St. Pius. Und der. Oh, Scott, hat da so ein paar Fakten. Nee, ich habe keine Fakten. Ich habe die Google-Bewertung herausgesucht. Google-Bewertung? Ja, die Google-Bewertung. Die beste ist immer noch. Kirche. Kirche. Ja, super. Beste Bewertung. Okay. Kann man jetzt hier nicht zeigen, aber. Oder? Ne? Er schreibt einfach. Kirche. 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 Nein. Und auch wir müssen die andere Bewertung. Sind das nur zwei? Es sind nur die zwei. Okay. Und sie hat schon recht. Wie es innen aussieht, wissen wir nicht, weil man nicht reinkommt. Richtig, weil es zu. Ja, und dann gibt es halt nur diesen Glockenturm mit den grünen Engeln, sagt sie, stehen da genau, oben. Genau, grüne Engel. Ja, ansonsten mit den hohen Mauern sieht das aus wie ein Gefängnis. Da hat die irgendwie recht, ne? Das ist richtig, hier drumherum, wie so ein Bunker. Aber ich kann erzählen, dass wir da damals Party drin gemacht haben. St. Pius ist schon der ein oder andere Sektkorken geknallt worden. Ja, das stimmt. Da waren vielleicht wir wurden da auch der ein oder andere Tornado gezündet. Nee, Tornado gab es zu unserer Zeit noch gar nicht. Hä, Alter, wir haben früher als Kinder schon Tornados gezündet. Jetzt wird das wieder neu gemacht. Wir haben das nicht mit Alkohol gemacht. Mit Limo. Ja, mit der Limo hier. Ne? Mit Limo und Cola und Wasser. Ja, Tornado zünden ist nichts Neues, Leute. Ist nichts Neues. Mhm. Haben wir schon in den 90ern gemacht. Wir sind Trendsetter. Ich hab den iPod erfunden. Nee, wer war das? iPod war meine Idee. GoPro war meine Idee. Flair war meine Idee. So, und was können wir jetzt sagen? Agro Berlin war meine Idee. Ja, was können wir jetzt zu der Kirche sagen? Verschlossen. Und es sieht nicht aus wie eine Kirche. Es ist aber eine Kirche. Nein, Pius. Es sieht einfach aus. Das Ding da in der Mitte, der Turm, sieht aus wie so ein Taubenverschlag oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ja. Da sind die Engel. Und das ist kein Engel. Eher ein Bengel. Das ist korrekt. Wir haben jetzt tatsächlich was gefunden. Die Kirche heißt St. Pius X oder St. Pius 10, ist das dann quasi, ist das dann quasi die römische 10, ja, St. Pius X oder St. Pius 10, benannt nach dem Papst Pius X, der 54 in Rom heilig gesprochen wurde. Also St. Pius ist mittlerweile 60 Jahre alt. Dann kannst du ja zurückrechnen. Also, du kannst ja nicht schreiben, also kannst du auch nicht rechnen, oder? Nee. Also, die Pfarrgemeinde besteht schon seit dem 1. Mai 58 und die erste Messe wurde dann 1960, also zwei Jahre später erst, zelebriert. Kann man das sagen, zelebriert? Ja. Du bist hier der Katholik. Nein, ich bin Evangelist. Ich bin Protestant. Ich bin orthodox. Ja, das hier. Nein, ich bin römisch-katholisch. Nein, der ist. Der gehört zu den Satansanbetern. Nee. Doch. Im Leben nicht. Ja. Der alte Mann in das Meer. Der alte Mann in seinem Auto, Junge. Hier sind wir quasi an der Grenze zu Neu und Alt flittert. Und wo willst du hin? Ich wollte mich ein bisschen entfernen. So, ja, du bist schon richtig, weil da hier ist halt der Marktplatz, wo dann auch regelmäßig, denke ich mal, noch Markt stattfindet. Parkplatz. Sieht aus wie ein Parkplatz. Jetzt ist es ein Parkplatz, aber in der Regel ist das hier der Marktplatz. Parkplatz. Von Neuflittert. Wenn euch noch was einfallen sollte, was wir vergessen haben hier, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ganz ehrlich, mehr wüsste ich jetzt auch nicht, was man filmen könnte. Du vielleicht. Man kann nur Straßen filmen. Ja, und das ist nicht gerade interessant. Wir gucken mal weiter, vielleicht finden wir noch was. So, wir sind hier quasi am Platz vom SPVG Flittert 1920. Der Verein ist vor zwei Jahren 100 Jahre alt geworden und ist der Kreisliga A-Aufsteiger 2019-2020. Genau, und da haben wir dann hier den Platz. Ja, mittlerweile, früher war es, also hier vorne ist halt wohl ein Trainingsplatz mit Echtrasen und hier vorne ist dann der Platz mit Kunstrasen. Früher war das natürlich Asche, mittlerweile haben die hier eine richtig, richtig, richtig schöne Platzanlage, muss man echt sagen. Also früher war es halt typisch Kreisliga-Fußball, ne? Mit Ascheplatten hast du nicht gesehen. Ja, mittlerweile sieht es aus wie so ein ganz kleines Stadion, ne? Aber
echt schön. Nur leider können wir da nicht rein und das filmen. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich hier von Dings aus über den Zaun mal filmen kann. Dann zeige ich euch das jetzt mal. So, wir verlassen den wunderschönen Ort hier, quasi so, schön splittert. Denn das war's vor dem Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ne, das Übliche, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke und hier ist es voll laut und abonniert diesen Kanal. Ihr müsst aber erst abonnieren und dann die Glocke aktivieren. Ist mir egal, erst abonnieren, ist mir scheißegal. Drückt einfach alles, was geht. Weil wir wollen nämlich dieses Jahr die 100 Abos voll bekommen. 61 haben wir jetzt schon. Deswegen gehen wir ins nächste Fädel. Bis dann. Eine Sache noch. Hier, Abo. Ja. Bitte.